nicht bewegen musste. Was wollte ich jetzt noch mal essen? Das sollte ich auch gleich irgendwie mal anbauen. Ja, ich glaube, ich mache das mal eben besser. Das heißt, wir müssen da mittlerweile auch genug, genau. So. Ich glaube, ich müsste mir echt ein Project Table noch machen. Aber okay, egal. Das machen wir dann noch. Wir machen jetzt mal kurz mal so. Und wir pflanzen mal eben etwas Karotten an. Und etwas Kartoffeln. Kartoffeln, wo habe ich die Kartoffeln? Die Kartoffeln, wo sind die Kartoffeln hier? Da sind die Kartoffeln. So. Und dann, achso, ja, dann können wir was essen. So. Ja, yep, sehr gut. Okay, dann haben wir eigentlich eine richtige Fläche. Und dann pflanzen wir jetzt einfach erstmal unseren Kram an. Das kann man so viel ich weiß auch noch automatisieren. Mit Forestry. Glaube ich. Sicher bin ich mir jetzt da nicht. So, okay, egal. Auf jeden Fall jetzt mal hier ein bisschen Fläche. Und dann. Was machen wir denn hier so? So. So. Mann, geht doch mal weg da. So, es gibt auch noch mehr. Es gibt auch noch Popcorn und so weiter und so fort. Das Popcorn ist übrigens mit in der Mod enthalten, der. Diese lustigen Lampen da hat, die ich in meinem Haus da einmal drin habe. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie weit das Wasser hier reicht. Das würde ich jetzt auch gerade nicht großartig nachzählen. Das kommt so viel, ich weiß, vier Blöcke weit. Das heißt, wir uns einfach so und guck, was bleibt und was nicht. Also was feucht bleibt und was nicht. Ich könnte aber auch eben 1, 2, 3, 4. Ja, so. Würde ich da mal kurz hier ein bisschen. So machen. So, dann ist das Ganze hier auch befeuchtet. Und dann setze ich da schon mal eine Möhre hin. Ein paar Möhren. Möhre. Damit das, damit wir auch immer genug da haben. Und das hier sind jetzt die Infinity Seeds. Weiß jetzt gerade gar nicht, was das ist. Werden wir aber sehen. Anpflanzen können wir uns aber auf jeden Fall. Okay, sind jetzt normale Setzlinge, sind jetzt aber ein bisschen wenig. Wieder meine Kartoffeln hin, damit das Essen nicht ausgeht. So, 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 so. Die Kartoffeln kann man auch backen und dann hat man halt ein wenig mehr. Okay, gut, das war jetzt alles. So, wir nehmen dann halt die 10 Möhren eben einmal mit und gehen einmal wieder zurück in die Mine und nuckeln nochmal an dem Kakao. So, okay. Und dann wollen wir mal runter in die Mine und hoffen, dass wir etwas Wertvolles finden. Okay, bin ich echt mal gespannt. Ach nee, jetzt nicht. Das nehmen wir jetzt nicht mit, weil wir wirklich hauptsächlich hier nach Diamanten suchen und nach anderen wertvollen Rohstoffen. Die wir aber jetzt gerade so nicht finden, das könnte sogar noch Zinn sein, ne? Ich glaube, Zinn gibt es hier. Nee, was ist das denn? Ach du Scheiße. Keine Ahnung, was das ist. Fragt mich gerade nicht. Das sind langsam echt zu viele Ohrs. Wenn ich gerade. Ich sag. Mann. Deutsche Sprache, schwere Sprache, Aussprache, sehr schwer. Ich wollte gerade sagen, bin ich gerade selber ein bisschen mit überfordert hier langsam mit den ganzen Ohrs. Aber ich bin ja Profi. Das lernen wir alles. So. Natürlich hätte ich erstmal vorher eine ganze Weile lang so spielen können, um alles besser kennenzulernen und bla blub. Aber ich denke doch, dass ich durchaus genügend Wissen mitbringe, um das Ganze halbwegs vernünftig spielen zu können. Und dementsprechend ist mir das erstmal so egal. So. Wir haben hier unter anderem, was mir gerade einfällt, wo ich das erwähne, ein super Mod, der heißt, glaube ich, Advanced Machines. Und ist ein Mod für Buildcraft.
der noch bestimmte Maschinen mitbringt, die unter anderem, also unter anderem ist dann auch nochmal Maserator. Und dort ist auch dann der Lava Generator, heißt der, glaube ich. Und diese Geräte sind absolut geil, weil sie nämlich halt die Arbeit von gewissen, ja, Industrial Craft Geräten übernehmen können. Und sie können unter anderem halt auch noch gewisse Dinge automatisieren. Man kann dort die Ein- und Ausgänge festlegen und so weiter und so fort. Aber das erkläre ich dann nochmal, wenn wir soweit sind. Das Eisen, das wir gerade noch haben. So, dann dies. Noch ein bisschen Nikolite. Ich sag ja, das Zeug findet man eigentlich in Massen. Nur, dass ich nicht mehr weiß, wofür man das brauchte. Nikolite, wie konnte man nochmal hier... Steuern. Man konnte doch hier irgendwie direkt, oder war das mit R? Ah, man konnte hier... Wenn ich jetzt nochmal R drücke, dann... Ach, verdammt. Man konnte eigentlich hier mit einem kurzen Klick... gewisse... Ja, genau, war doch R. Nur, dass es dazu nichts gibt. Sehr gut. Nikolite ist also ultra wichtig. Braucht man auf jeden Fall sehr oft. Anscheinend... Nee, also ich weiß, dass es für irgendwas wichtig war, aber ich weiß jetzt echt nicht mehr wofür. Echt überhaupt gar keinen Plan. Vielleicht war es ja für den Induktionsofen. Wir gucken mal eben. Was? Nee. Ich schreibe mir den jetzt nochmal hier. Funken. Ich glaube mit ohne. Furnace, genau. Ein Induktionsofen. Und den craftet man mit einem. Elektronischen Ofen. Ein Advanced Maschinenblock. Jetzt muss ich mal eben gucken, was man dafür nochmal eben brauchte. Ups, nee, der Induktionsherd. Ach, dafür braucht man ja Carbonplatten. Die Advanced Alloys, ja. Ach, die bekommt man mit einem Kompressor. Den Kompressor haben wir leider noch nicht. Und ja, Bronze. Mhm. Aber der ist wirklich gut. Und den müssen wir uns auch auf jeden Fall nochmal craften. Mit denen kann man halt wirklich tolle Sachen machen. Brauchen wir hauptsächlich für Red Power, genau. Und den kann man auch halt electric machen, aber dieser kann halt, so viel ich weiß, nur mit der Energie von Blue, von Red Power funktionieren. Und dazu haben wir, dazu müssen wir uns auch nochmal eine kleine Stromquelle bauen. Aber naja, okay. Das nützt halt alles nix. Alles nützt nichts. Wir brauchen halt wirklich viel, 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 damit wir uns ein wenig Fortschritt hier erlauben können. Ja, okay. Damit müssen wir irgendwie klarkommen. Das ermöglicht halt uns sehr, sehr viel zu machen. Wir haben halt gewisse Mods, die uns das Leben erleichtern, aber dementsprechend natürlich auch etwas mehr Arbeit bedeuten. Aber so schlimm ist das jetzt nicht, finde ich. So, jetzt können wir mal eben kurz hier gucken, ob es dazu, irgendwas gibt. Nö. Dazu, nein. Iron Ore, super. Ja, Scrapbox, super. Da kommt echt mit einer Scrapbox an. Naja. Ach gut. Egal. Ach, da fällt mir gerade ein, ich glaube, das Rezept für Glowstones ist hier geändert. Ich guck mir eben Glowstone. Nee, doch nicht. Okay. Dachte ich gerade. Aber, nee. Nein, das war völlig falsch. Und dann haben wir nochmal Uranium. Das ist sehr schön. Also bis wir uns ein Atomkraftwerk bauen können, muss ich leider sagen, ist es noch ein weiter Weg. Da wir dafür auch Kühlzellen brauchen und so weiter und so fort. Und dann müssen wir da noch ein spezielles Gebäude bauen, in dem wir den Kernreaktor reinsetzen. Mit sogenannten Reforced Stone heißt das, glaube ich. Und das wiederum kostet Eisen und wir brauchen bestimmte Geräte dafür, die wir noch nicht haben und so weiter und so fort. Und ja, ihr seht schon, es ist immer und immer mehr und euer Kopf wird schon qualmen.
weil es so viele Möglichkeiten hier gibt, die man ausnutzen könnte, muss, ja, und so weiter. Ja, es gibt hier auch eine Electric Engine. Das braucht man halt für Buildcraft, weil Buildcraft und Industrial Craft genauso wie Red Power zwei völlig unterschiedliche Energietypen haben. Also jeder hat irgendwo seine eigenen Energietypen. Und bei Industrial Craft ist es halt diese EU-Einheit. Sprich, ich glaube, das sind Energy Units per Tick. Und super, jetzt fällt mir gerade wieder der Name nicht ein. Und für... wieso fällt mir der Name dazu nicht ein? Das gibt's doch nicht. Für... Mann, mit den Pipes und alles. Wie heißt der Zeug jetzt hier nochmal? Wieso fällt mir der Name davon ständig? Das ist doch echt nicht mehr normal. Buildcraft. Mein Gott, ist das denn so schwer? Buildcraft benötigt MJ. Das sind Minecraft Joule. Wenn ich mich nicht irre. Und ja, die muss man natürlich auch herstellen. Dazu gibt es auch von Buildcraft an sich schon eine Redstone Engine. Die funktioniert halt ganz normal mit Redstone. Dann sind wir ein Redstone-Signal. Und so weiter. Aber ich glaube, das ist jetzt wirklich... Ja, ich glaube, das ist echt ein bisschen zu viel. Für den Anfang. Wir werden das dann alles nochmal sehen. Ich werde dann nochmal alles ganz normal erklären und mir Mühe geben, dass ihr wirklich alles versteht, so wie ich das halt gerade nochmal mit der Säge erklärt habe, wofür sie da ist und so weiter und so fort. Ich hoffe, das war halbwegs ansehnlich und dass ihr verstanden habt, was man damit alles machen kann. Also muss ich auch ein bisschen einfach rumprobieren, wie kann ich das Ding jetzt nochmal zersägen und so weiter und so fort. Aber es ist halt wie gesagt auch alles ganz gut erklärt, wenn man halt hier das schöne Ding hat. Und ja. Oh, da kann man noch etwas herstellen. Das kann man jetzt tun. Eine was für eine Pipe? Cobblestone Structure Pipe. Ach so, ja, genau. Cobblestone Structure Pipe. Wofür die da war, bin ich mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Ich glaube, die war aber für logische Operationen. Aber gut. Dann würde ich euch jetzt halt nicht voll sülzen. Ansonsten sagt ihr, oh mein Gott, mein Kopf ist schon so fett am Qualm. Ich glaube, ich werde sterben. Boom. Und deswegen lassen wir das Ganze mal lieber ein bisschen langsamer angehen. Und ich habe immer noch keine Diamanten gefunden. Und das ist total scheiße, auf gut Deutsch gesagt. Das ist einfach nicht zu glauben. Wir müssen den Rest unseres Lebens einfach hier normal meinen. Nein. Ach, ist schon wieder Nikolait. Mein Gott, jetzt setze ich keine Lust jetzt noch, das Nikolait einzusammeln. Das interessiert mich gerade sowas von null. Nikolait. Soll, das würde ich den Kram jetzt auch garantiert nicht abbauen. So, sondern lieber erstmal nur das, was wir auch wirklich benötigen. Und Uranium, das weiß ich ja, was ich damit anfangen soll und was ich damit anfangen kann. Und deswegen nehme ich das auch jedes Mal mit. Und das hier sieht mir doch nach Gold aus. Und sag mir, dass du Gold bist, sonst werde ich aber... sauer. Schmeißen wir mal weg. Das weg. Gold, na also. Wir haben Gold gefunden. Ein sehr wichtiger Baustein für den Quarry. Ich bin so unglaublich glücklich. So, Redstone. 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 Ja, ich weiß, darunter ist noch Kohle. Aber das will ich jetzt gerade mal nicht abbauen. Aber vielleicht übersehe ich dann noch Diamanten. Das könnte sein. Genauso wie ich einmal halb um die ganze Welt segel und fahre und suche und einfach einen Gummibaum mitten vor mir übersehen habe. Aber ich glaube, ich bin auch auf der völlig falschen Höhe, ne? Ich glaube eher Höhe 7 war das, wo ich gesagt hatte, dass man da am meisten befindet. Das war auf jeden Fall ziemlich nah am Bedrock.
Naja, zur Not grabe ich einfach nochmal etwas weiter da drunter. Na, komm hoch. Okay, müssen wir hier noch eben hoch, 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 hoch. Aber ich glaube schon. Aber Höhe 11 ist eigentlich auch schon recht gut. Also ich kapiere echt nicht, warum hier nichts kommt. Also ich werde jetzt hier nochmal eben nachgucken. Falls ich dann immer nicht habe, dann werde ich mich wahrscheinlich einfach dazu durchschlagen und einen Industrial Diamanten herstellen. Der benötigt aber auch ganz viele Maschinen. Aber es wäre ein Diamanten. Und dann wäre natürlich auch eins der Kohle weg. Aber es wäre ein Diamant. So. Und jetzt im Ernst. Was ist das, was ist das denn für ein Zeug? Ach du, grüner Grütze. Was ist das denn? Keine Information. Sehr gut. Was zum Teufel ist denn das? Zu viele Mods. Es gibt auch ein paar Mods, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich mir jetzt nicht so genau angeguckt, weil ja, ich das irgendwie ein bisschen langweilig fand, was die Möglichkeiten darin waren. Und deswegen habe ich es einfach nicht mitgenommen. Cobblestone. Schmeißen wir lieber Dirt weg. Das gibt uns ja Quecksilber, glaube ich, ne? Redstone und Nikolaid und Nikolaid geht mir auch schon ein bisschen auf den Sack. Was davon doch recht viel hier gibt. Ups. Diamanten. Ich glaub's ja nicht. Ich glaub's ja nicht. Direkt vor unseren Augen. Hier die Diamanten. Oh, schön, dass wir ein bisschen aushöhlen. Jetzt sagt man nicht, das sind bloß nur drei oder so. Nein. Ach du Scheiße, was ist das denn? Das ist schon wieder Nikolaid. Das ist, was war das jetzt? Ach, das Zeug. Keine Ahnung, was ist. Oder Diamanten, den nehmen wir auf jeden Fall mit. Oh ja, herrliche Diamanten. Wir haben das, wonach wir gesucht haben. Da scheiße ich auch gerne getrost auf das Uranium und Redstone. Die Diamanten. Wir haben Diamanten. Das heißt, nehmen wir noch mal mit. So, und dann gehen wir jetzt erstmal hier raus. Ich sag ja, ich bin auf der falschen Höhe, verdammt. Oh, jetzt habe ich doch gerade fast noch einen Diamanten übersehen. Jetzt haben wir 7 Diamanten. Und dann greifen wir nochmal kurz ein bisschen drumherum. Nicht, dass wir noch irgendwo hier einen Diamanten haben. Und den einfach hier zurücklassen. Das wäre katastrophal. Die Musik ist gerade so übertrieben dramatisch. Das ist schon echt nicht mehr lustig. Ich sollte mal dringend die Playlist aussortieren und mir da mal eine neue machen. Ja. Das ist ein sehr guter Plan. Okay, da ist gerade so nichts mehr. Alles klar. Ach, da ist Nikolaid. Ja. Ach, und Level 25 sind wir auch schon. Wir haben halt nur noch kein... Oh, noch mehr Eisen. Kein Enchantment Table. Ich habe mir auch ein paar Bücher geklaut von ein paar Dorfbewohnern. das könnt ihr im Special-Video gucken, das in den letzten paar Folgen irgendwann mit rausgekommen sein sollte. Und okay, jetzt gehen wir mal eben erstmal weg, aber warte mal. Lasse ich das Uranium da und... Nee. Dieser Scheiß ist sowieso bloß nur Schmuckkram. Das heißt, wir nehmen das Uranium mit und lassen das andere einfach da. Sehr gut. Und jetzt wollen wir einmal erstmal hier raus. Raus wollen wir. Und ich sage ja, falsche Höhe für Diamanten. Da habe ich meinen eigenen Rat nicht mehr befolgt. Ich war mir jetzt aber echt nicht mehr sicher, welche Höhe das nochmal war. Denn früher war es echt so, da hat man auf Höhe... wo war das denn? Ab Höhe... Ich glaube 10 oder 14, da hat man die meisten Diamanten gefunden. Und seit einer bestimmten Minecraft-Version, ich weiß echt nicht mehr welche, sind die halt ab Höhe 7. Und jetzt weiß ich wieder, jetzt bin ich mir ziemlich sicher, dass es 7 war. Hat man halt dort viel mehr die Möglichkeit, Diamanten zu finden. Obwohl Diamanten, glaube ich, bis